Jojo, Peace, Leute, was geht? Stefan Nintendo wieder am Start. Ja, wir sind hier heute in Schwabach-Limbach und ich werde euch erzählen, was ich hier so erlebt habe und wie ich halt hier gelebt habe und so. Und ja, schaut vorbei und ich freue mich beim Zuschauen und bis nach meinem Intro. Peace! Okay, Jungs und Mädels, hoffentlich hat euch mein Intro gefallen und ich hoffe, das wird euch auch gefallen, denn ich habe mir bei Sixt, also bevor ich jetzt da in dem Viertel rumlaufe und so, zeige ich euch erstmal, ich habe mir beim Sixt ein Auto geholt, BMW X1, müsste bekannt sein und wenn nicht, schreibt es in den Kommentaren, ob es bekannt ist oder nicht. Genau, so sieht das Ganze von vorne aus, so und ja. Ich zeige euch mal die Innenausstattung. Das ist ganz cool gemacht, ne? Es ist ein Automatikauto. So. Na, das ist der BMW selber. Seht ihr die Kupplung und alles, ne? So, und ja. Einschalten tut man ihn hier auf Start-Stop-Knopf. Und schon wäre er an, ne? Und er würde sich auch verbinden mit der Musik, ne? Und ja. So sieht das Ganze hier mal auch ein bisschen aus, ne? Okay. Und ja, das war es eigentlich auch schon von meinem Auto. So, wir werden jetzt in diesem Viertel reingehen. Da gibt es verschiedene Wege. Dieses besteht aus gelben Häusern. Und es gab zwei Spielplätze. Ich zeige euch da, wo ich gelebt habe. Mal schauen, vielleicht kommen wir auch in das Treppenhaus rein. Nur, dass ihr mal seht, wie das hier alles aussieht. Und genau, dann laufen wir mal rein. So. Also schaut her, Jungs und Mädels. Ach ja, genau, dass ihr das auch versteht. So, das ist die Richtung. Also hier ist ein Tunnel, ne? Das ist die Richtung zur Innenstadt. Also dauert etwa 10 Minuten, ja? So, okay, dann laufen wir mal hier rein. Und boah, wann habe ich hier gelebt? Ich habe hier mit 9, von 9 bis 14 Jahren habe ich hier gelebt. Und mit 14 kam ich dann nach Ansbach. Grund ist, Probleme mit den Eltern, da will ich aber auch nicht genau eingehen, so. Und ja, jedes Stück hier erinnert mich an sehr coole Sachen hier. Ich habe mal immer Armdrücken gespielt, also es war echt nice, ne? Und der Verlierer hat hier quasi mit der Faust auf dem Hebel die ganze Zeit so bekommen und das hat richtig wehgetan. Und der Verlierer war ich dauernd, aber naja, wurscht. So. Genau, da sind wir auch immer hochgeklettert, ne? An all die Leute, die noch hier leben oder wohnen, keine Ahnung. Mit ein paar habe ich noch ein bisschen Kontakt, aber auch nicht mehr so. Genau, hier haben wir immer Fußball gespielt, bis wir ein Verbot bekommen hatten. Dann müssten wir immer eine halbe Stunde weiter zum Friedhof laufen und da war erst ein Bolzplatz. Und ja, ganz krass, also echt sehr lustig. Gewohnt habe ich hier oben, hier im zweiten Stock. Da habe ich gelebt mit meiner Mutter und mit meiner Schwester. Und ja, genau, so sieht das Ganze im Großen und Ganzen aus. Also es ist relativ klein. Also wo ich damals halt jünger war, kam das mir hier auch alles sehr groß vor, ne? Und ja, es war echt lustig. So, jetzt kommt wieder eine Stelle an, was mich was ganz Cooles erinnert. Ja, mal. Das haben wir Verstecken mit Freiklatschen gespielt. Da haben wir hier an der Wand. Da haben wir hier an der Wand. Haben wir hier 1, 2, 3. Meistens war ich immer der, der gezählt hat. Ja, und meistens bin ich natürlich auch weggerannt. Und es hat geheißen, wir dürfen nur hier sein. Und meistens sind wir einfach noch ganz weit woanders gegangen, waren einkaufen im Real oder so. Totale Idioten damals. Und ja, einmal hatte ich einen Unfall in dieser Rutsche. Ich bin voll schnell gerannt, habe nach hinten geguckt und pack, voll gegen die Rutsche gerannt. Das war natürlich auch vollkommen idiotisch, ne? Jeden Fall, Jungs, also
es war echt eine lustige Zeit. Jungs, an all die, die hier früher gelebt haben, ich hoffe, man hört mich wegen dem scheiß Wind. So. Ja, und jeder hat hier in einem bestimmten Haus gelebt. Da hat jetzt ein Kumpel von mir gelebt. An der anderen Seite, also in jedem Haus hat etwa einer gelebt. Und wenn wir Bock gehabt hatten, sind wir einfach in den Spielplatz raus und die anderen kamen dann raus, indem sie uns gesehen haben oder halt andere. Man ist hier einfach rausgegangen und ja, man hat hier einfach gechillt und das war echt cool. Also das war echt geil. Fand ich nice. Echt. Also die Gegend ist hier auch sehr schön, ist aber momentan echt teuer. Was ich mich wundere, wie sich das eine Familie leisten kann. Also da muss mindestens einer arbeiten gehen, um sich das leisten zu können. Genau. Da ist so ein Weg. Und der Weg führt immer zum Supermarkt, zum Mixmarkt. Das ist ein Russenladen. War auch ganz nice, haben wir uns immer Eis geholt. Wenn natürlich das Geld da war. Wenn nicht, dann nicht. Hier Gangster Graffiti. So, und hier war die Bushaltestelle. Ja, zur Schule war es auch eine halbe Stunde. Eigentlich war alles zu Fuß und mit dem Fahrrad erreichbar. Aber es war auch ziemlich weiter Weg. Und ja, ich weiß nicht, ob hier... Doch, ich glaube, damals war die Bushaltestelle da. Aber die ist nicht immer direkt zur Schule gefahren. Und ja... Weiß jetzt auch nicht, was hier noch für krasse Gangster wohnen, ob das immer noch so ist wie früher, dass man einfach rausgeht zum Chillen und voll cool. Aber so an sich ist das alles hier echt schön. So, und damals war das so, dass dieses Viertel, also da wurden ein paar Häuser neu gebaut, das weiß ich noch. Deswegen sehen die jetzt auch ein bisschen frischer aus wie die da drüben. Also drüben, wo ich auf dem anderen gelebt habe. Sind die Häuser natürlich älter und es gab es auch mal eine Zeit, da hatten wir auf diese Gegend keinen Bock, sind wir einfach mal hier rüber gechillt und haben mal hier in dieser Gegend gechillt. War auch ganz cool und ja, da haben wir auch immer drüber gesprochen, ja, welche Gegend war besser, war der Spielplatz gegen hier besser oder war der Spielplatz gegen drüben besser. Und das war schon, das ist etwa 10 Jahre her, Leute, wo ich hier gelebt habe, also das ist oder sogar 12, 13 Jahre. So sieht das Ganze hier aus. So, okay, die sind auch schon kaputt. Die waren damals noch gar heile. Mhm. Ja, genau. Und das ist hier, das sind kleine Spielplätze, ne? Wenn wir was gebraucht haben, sind wir schon zur Stadt gegangen. Und ja, so wie man es sagt. Okay, jetzt kommt eine Stelle. Scheiße. Das muss ich jetzt einfach rauslassen. Das ist sowieso verjährt. Aber ganz kurz. Was wir auch hier oft gemacht haben, sind wir in die Tiefgaragen reingegangen. Und haben in der Tiefgarage Verstecken gespielt. Also das war echt voll geil, ne? Sind hier auch immer früher runtergegangen, ne? Also ganz gefährlich so. Und jetzt muss ich was raushauen. Leute, macht bitte nicht die Scheiße nach. Ich war hier mit zwei anderen damals. Und damals waren die ganzen Büsche hier nicht. Das ist ein Fahrradschuppen. Da waren wir hier. Wir sind hier in der Ecke gegangen. Ich schwör's euch, Leute. Ich habe hier ein Lagerfeuer da hinten gemacht. Ich war so blöd. Ey, die Flamme, ich schwör's dir, die ging so hoch. Ich schwör's dir, ich hatte so Schiss gehabt. Jetzt wisst ihr, was der andere einfach gemacht hat. Der hat das Feuer einfach ausgepinkelt und ging aus. Ey, der hat mein Leben gerettet. Weil hätte der das nicht gemacht, wäre das echt abgefackelt gewesen. Und scheiße, wir waren so bescheuert. Da kommt jetzt noch eine Stelle, in dem irgendwas Cringiges passiert ist. Oh mein Gott! Wow! Auf diesem Parkplatz war hier mal ein verlassenes Auto. Und zwei meiner Kollegen haben da dieses Auto gefunden. Was das für ein Auto war, weiß ich nicht mehr. Da habe ich nicht mehr drauf geschaut. Und das war ziemlich krass. Das war offen. Und hey, wir haben nur Scheiße gemacht. Wir sind Gott sei Dank nicht damit gefahren. Wir waren zu blöd dafür.
Ja, das hat auch keiner herausgefunden. Und ich meine, das Auto haben wir auch nicht beschädigt oder sowas. Wir fanden einfach ein Auto so interessant, wie es von innen war, und haben da rumgespielt. Ne? Und keine Ahnung, irgendjemand hat halt, glaube ich, das Auto aufgelassen. Und das war voll cringe. So, jetzt laufen wir an noch einer Stelle vorbei. So, Leute. So, Jungs und Mädels. Damals war das ja alles noch im Umbau, da war ein Hügel, da war auch noch ein Kollege. Wir haben hier immer Lagerfeuer gemacht. Und scheiße, hinter dem Hügel war es wurscht, weil das war kontrollierbar. Aber scheiße, das war so krass, bis ich dann dieses Lagerfeuer gemacht habe. Und wir hatten echt voll Schiss gehabt. Also ganz krasse Scheiße. Und da hinten waren wir auch immer, hinter dem Stromkasten, da haben mal die Älteren gechillt, ne? Wir waren ja die Jüngeren, da waren sie immer hier am Stromkasten und hier wurde dann getrunken und geraucht und sowas. Und genau, das war alles auch ganz lustig, ne? Auf jeden Fall ganz lustig und schöne Gegend hier. Ich hoffe, euch gefällt es, dass ich hier so rumlaufe und so. Und ja, ich war hier auch sehr, sehr lange nicht mehr. Ich bin hier auch sehr selten. Ich meine, was will ich hier auch noch, ne? Und ich schwör's euch, Leute, mir hat es hier eigentlich schon gefallen. Also, ich vermisse das schon manchmal. Und ja, ich, klar, man sieht sich nicht mehr so oft und die Leute sind auch nicht mehr da. Und genau, hier oben, also hier im zweiten Stock, habe ich gelebt. Und diese Lampe hat so abgefuckt, da war mein Zimmer. Da waren immer die Fliegen, ne? Ich dürfte das Fenster nicht im Sommer aufmachen, weil da so viele Mistviecher waren. Jetzt haben die Lampe umgebaut, das war damals irgendwie alles ganz anders. Genau, hier, okay, Treppenhaus ist leider zu. Im anderen Treppenhaus ist es offen, da gehen wir schnell rein, nur dass ihr mal seht, wie, das, wie die Treppenhäuser aussahen. So. Und ja, das war alles ganz nice, ne? Also, das sah so aus, ne? Ganz chillig, ne? Und das war so geil. Wir haben da immer Gameboy gespielt, ne? Ich hatte einen Gameboy Advance SP und wenn es geregnet hat, sind wir immer in die Treppenhäuser gegangen und haben Gameboy Advance SP gespielt. Zelda Minage Cap. Oh, das weiß ich alles noch. Ja, ganz cool. Und ja, also ich habe geschaut, da hat jemand das Fenster zugemacht, aber scheiß drauf. Ja, das war alles, jede Ecke erinnert mich an irgendwas. So, hier haben wir mal, hier habe ich mal mit einem Kollegen gepennt. Ich sag nicht den Namen von den Leuten, weil das muss man alles ein bisschen privat halten. Ja, und hier war ein Fahrradschuppen. So. Und also damals war der Fahrradschuppen nicht voll gesprayt. Also die heutige Zeit. Das ist sogar offen. Ja, aber diese ganzen Leute, die hier früher gelebt haben, leben hier natürlich nimmer. So. Hier wurde auch getrunken. Also das ist wahrscheinlich ein Hotspot zum Trinken. Und ja, nein, Spaß, Leute. Ich übertreibe bloß ein bisschen wieder. Aber ja, jetzt laufen wir mal noch den Weg geradeaus. Und ja, dann ist das Video eigentlich so gut wie zu Ende gleich. So, okay, Jungs, hinter dem Container ist der Bosch. Da haben wir auch viel Scheiße gemacht. Da sind wir rübergegangen und haben uns Waffen, also quasi Waffen genommen. Und ja, was macht man mit so einer Scheiße? Sachen kaputt schlagen und sowas. So, so sieht das Ganze nochmal aus. Und ich zeige euch jetzt mal den Weg da hinten. So. Da hinten, wo das Weiße Haus ist, das war mal ein verlassener Ort. Da
sind wir auch mal eingebrochen. Oder was heißt eingebrochen? Wir sind da reingegangen. Wir haben nichts kaputtgeschlagen oder so, aber war ganz nice. Und ja, das würde ich heutzutage nimmer machen, weil das einfach asozial ist. Außerdem bin ich 27, Leute. Also ich habe sowas nimmer nötig. Lieber fahre ich mit einem Auto herum. Ach ja, Sixt Ansbach, Autoverleih, kann man auch überall machen. Geht Köln, Frankfurt, da wo ich schon halt überall war. Demnächst kommt ein Video Stuttgart. Ja, und vielleicht gehe ich wieder nach Köln. Hoffentlich ist nächstes Jahr die Gamescom. Und ich freue mich sehr, weil die Gamescom ist mega geil. Alles voll gesprayt. Okay, und weiter geht's. Und Jungs, diese Gegend ist schön. Ihr alle aus Ansbach, ihr könnt ja mal hierher kommen und es euch anschauen. Und wenn nicht, dann bleibt einfach zu Hause und schaut mein Video an. Weil ich mache sehr gute Videos und deswegen müsst ihr mich abonnieren. Ich will groß rauskommen. Ich will auch mal wie Montana Black werden. Ich meine, das ist ein sehr schwieriges Ziel, aber... Nee, Quatsch, nichts gegen ihn, aber der macht echt auch coole Videos und so. Ich schaue auch Montana Black an und also Monte halt und ja, da freue ich mich auch drüber. So, okay. Genau, da hinten sind wir im Winter immer gegangen zum Schlittenfahren. Also zum, da sind wir quasi mit dem Berg, da war so ein brutaler Berg. Sind wir mit dem Schlitten runtergefahren. Also macht das auch bitte nicht nach. Das ist echt brutal. Das ist einfach lebensgefährlich, sowas. Aber irgendwo hat man immer einen Kick gebraucht, ne? Ja, genau, das ist der Tunnel. Ich bin jetzt mal doch schnell vorgelaufen. Nur um euch das mal alles zu zeigen. Genau. Hinten sind dann wieder Häuser. Das ist natürlich noch alles Schwabach, ne? Und genau, wie immer alles voll gesprayt. Und genau, dieses Haus stand da damals nicht da, das weiß ich, da bin ich mir ganz sicher. Und hier sind wir auch immer Schlitten gefahren, ne? Also weiter hinten, und das ist der Schwabacher Friedhof. Und weiter vorne wäre dann der Bolzplatz, da müsste man halt immer extra weit laufen. Und ja, irgendwo müssten wir Fußball spielen, weil wir hatten ja dann quasi da Verbot bekommen. Weil... einer hat einen Zwerg kaputt geschossen. War ganz lustig, ja. Und ja, mir fehlen die Worte einfach. Okay, ich glaube, wir sind hier langsam an unser Ende erreicht. So Jungs und Mädels, wenn euch das gefallen hat, bitte, bitte, bitte abonniert meinen Kanal. Auch einer wie ich möchte mal auf YouTube bekannt werden und gefällt mir drücken und die Haters alle tschüss und bis zum nächsten Mal. Peace.